Hey Freunde, willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Fragrance Dog hier, immer noch natürlich auf Sylt. Bin gerade in List, bin vor euch über die Dünen gelaufen. Ich hoffe, ihr könnt das alles sehen. Geiles Panorama, sehr, sehr nice. Da hinten die Sanddünen, sehr geil. Und welcher Duft passt dazu wirklich geil? Geruti 1881. Sehr geil. Kann ich nur sagen, natürlich, das ist die 2005er Version, wenn ich mich nicht ganz irre. Die alte, natürlich die Vintage-Version gibt es nicht mehr. Schwer zu bekommen. Ich hoffe, ihr könnt mich hören mit dem Mikrofon. Sollte aber eigentlich ganz gut klappen. Hier ist oben heftig windig. Auf der Insel ist es ja so und so immer sehr windig, aber hier oben noch mehr. Ja, grün, seifig, trocken, Eichenmoos, so Oldschool-Touch, aber kein sehr alter Oldschool-Touch, sondern richtig nice gemacht, also gefällt mir richtig gut. Und mir gefällt auch der Flakon, also das ist schon eine Augenweide, Geruti 1881, sehr geil. Ja, ich habe einfach gedacht, ich mache für euch ein paar Videos, habe ich ja erzählt. Und auch wenn es windig ist, aber hier oben, das muss einfach sein. Das ist so sehr nice. Also hier liegt die Betonung auf nice, wie der Doc immer sagt. Auch wenn es sehr windig ist. Wie gesagt, ich hoffe, ihr könnt mich gut verstehen. Denke ich aber. Und ja, es werden vielleicht noch einige Videos mehr geben von der Insel und so weiter und so fort. Vielleicht mache ich auch mal so ein kleines Filmchen. Bisschen anderweitig, aber mal gucken. Es muss auch alles Zeit oder nimmt ja auch alles ein bisschen Zeit in Anspruch. Und ich bin ja in Urlaub. Muss auch noch ein paar andere Sachen hier machen. Aber hier, Geruti. Wenn ihr einen günstigen, geilen Barbershop-mäßig auch, kann man so sagen, Barbershop clean, sauber, grün, moosig bisschen haben wollt, dann ist er wirklich nice. Ich habe den lange nicht in meiner Sammlung gehabt, wirklich lange nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn überhaupt mal in meiner Sammlung hatte. Ich muss dazu sagen, ich weiß gar nicht, was ich für ihn geben sollte. Das ist schon fast eine 10, weil der so sauber, trocken, wirklich pudrig, also nicht die Pudrigkeit, aber pudrig ist. Das ist so nice, sehr, sehr geil gemacht und so geil wie das Panorama hier. Ich kann immer nur sagen, sehr geil. Kommt nach Sylt. Es ist schon cool. Besucht die Insel mal. Und ja, sehr cool. Ihr kommt ja, wie gesagt, öfters hierher. Wegen der Wohnung, klar. Und das ist schon sehr, sehr nice hier. So, Leute. Geruti Hyperkite liegt wohl bei 6, 7, 8 Stunden. Muss man sehen. Ist immer ein bisschen schwierig. Ja. Und übrigens, beschwert euch nicht, wenn das ein bisschen wackelt. Ist klar, das ist hier live. Und ja, ich zeige euch das alles. So soll das auch sein. Was heißt live? Also eine Aufnahme einfach mal hier mit Handy. Mein Arm wird gleich taub. Aber jedenfalls sehr, sehr nice. Geruti 1881 hier oben auf List. Einfach sehr nice. So, und da liegt die Betonung noch nice. Schaut euch diesen Duft an. Ich werde ihn so gut wie es geht unten verlinken. Sehr geiler Duft. Da könnt ihr nichts mit falsch machen, wenn ihr ein bisschen auf ältere, grüne, oldschool Barbershop-Düfte steht. Er würde sich wirklich mit diesem Tom Ford, wie heißt er nochmal, komme ich jetzt nicht drauf, wenn nicht, werde ich einblenden, einreihen, der ist sehr, sehr nice, sehr, sehr nice. Leute, das war's, Fragrance Dog von der Insel Sylt, mach's gut, bis zum nächsten Mal.